Ja, hallo, erstmal. Wir haben uns überlegt, hey, es gibt hier diese tollen Homematic-Teile, dann können wir doch was mitmachen. Also wer es nicht kennt, Homematic ist so Haussteuerungszeug. Dann hat man so eine Zentrale und kann dann damit Fenstersensoren oder Türschlossöffner verbinden. Haben wir uns dann angeschaut, die Hardware ist auch ganz schön, aber die Software ist richtig schrecklich. Dann haben wir gedacht, okay, es gibt eine Programmierschnittstelle, also eine API, und dann klinken wir uns da einfach ein und schreiben was Eigenes dazu. Ja, genau. Und so haben wir mit Flutter angefangen. Genau, wie schon angedeutet, ist Flutter etwa ein Frühwarnsystem für Überschwemmung. Und das funktioniert praktisch so, dass man hier einen Schwimmer hat, da ist ein Magnet drin. Der ist praktisch in dem Gewässer in der Nähe oder ja, perfekt. Und schwimmt da ganz normal. So, und dann gibt es zwei so Sensoren. Und zwar der erste, den können wir jetzt, weil uns da irgendwie das Gerüst fehlte, nicht einbauen. Das werde ich gleich manuell betätigen. Der wird, also wenn das Wasser etwas steigt, wird der aktiviert. Und wenn dann das Wasser in einer bestimmten Zeit noch weiter steigt, dann wird auch der zweite Sensor aktiviert und dann gibt es einen Alarm. Also diese zwei Sensoren sind halt dafür, dass nicht irgendwie weil innerhalb von einem Monat das Wasser so ein Stück gestiegen ist, der Alarm ausgelöst wird, sondern nur, wenn wirklich flutartig Wasser ansteigt. Genau, da sieht man, ach so, ja, unsere Webseite vielleicht ganz kurz. Ja, genau, wir haben das auch sehr in schlichtem Flat-Design gehalten. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal zeigen. Also das ist der erste Sensor. Genau. Ja. Genau, jetzt. Und. Wir haben extra Wasser gefärbt zu Yo. Demonstrationszwecken mit Wow. Edding. Alex Dieser. hat sich schon Sorgen gemacht. Das habe ich gemacht. Es wurde schon geglaubt, ich würde es trinken wollen. So, und das Wasser steigt rapide, oh je. Und ich glaube, durch die undichte Stelle sinkt das jetzt gerade ganz schön, aber. Meine Damen und Herren, der Vorführeffekt. Also, ich glaube, jeder, der hier in diesem Gebäude war, hat den Alarm schon mindestens 100 Mal an diesem Wochenende gehört. Einen Moment. Dann, das kann, ah. Ja. Genau, das wird dann also auch auf der Webseite so angezeigt, praktisch. Genau, also, weil es so schön war, nochmal. Also der erste Sensor wird aktiviert und dann in kurzer Zeit der zweite. Tja, der zweite ist nicht so der Profi. Ja, genau, und die Webseite verändert sich auch, wie man sieht. Genau, das ist so die Funktionsweise. Und genau, dann vielleicht noch kurz etwas zu den technischen Daten. Dann würde ich eben mal kurz erklären, wie ich den Schwimmer gebaut habe. Nebenbei, ich habe nochmal geschaut, es gibt das Ganze schon als Komplettlösung zu kaufen. Die kostet als Lösung für, also sie ist hochseetauglich, kostet sie knapp 2000 Dollar. Wir sind so bei, keine Ahnung, Technik unter 10 Euro. Der Schwimmer, der da drin ist, den haben wir 3D gedruckt. Die Datei ist auch online verfügbar. Der funktioniert so, dass auf einem Luftkissen der Magnet nach oben getragen wird, wenn halt der Wasserspiegel steigt, weil es schwimmt und irgendwann dann oben an den Sensor kommt, wie wir vorgeführt bekommen haben. Und das ist jetzt eigentlich ein recht geschlossenes System. In Gewässern würde das Ganze dann in einem zylindrischen Käfig hochschwimmen, von wo, in dem durch die Seiten weiter Wasser reinfließt und der in den Pegel hält. Und die Technik dahinter ist von dir. Also die gesamte Technik ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Website mit JavaScript ist die geschrieben. Normales JavaScript ohne Framework. Da geht es eigentlich einfach nur so, dass die Website immer anfragt an einer REST-API in Python geschrieben, mit dem diesmal aber auch mit einem, ja, ich weiß nicht, ob das ein Framework ist, ja, mit Flask auf jeden Fall. Und
Flask arbeitet dann eben soweit als REST-API und ja, ruft immer von der Homematic, die gerade unter dem Tisch hängt, immer die Daten von den einzelnen Sensoren ab, also in dem Fall Magnetsensoren. Und ja, sobald da sich etwas ändert, schickt er das raus als JSON und die Website ruft das Ganze einfach über einen HTTP-Request immer wieder ab. Das ist im Moment, glaube ich, auf eine Sekunde eingestellt. Jede Sekunde ruft er das Ganze nochmal ab. Und je nachdem, wenn dann Alarm ist, wechselt er einfach dann von dem jetzigen Bild zu einem anderen. Ja, und natürlich wird der Alarm ausgelöst. Ne? Ja. Der wird dann eben auch noch über die Homematic wieder zurückgesendet. Ja, genau. Und ich glaube, lassen wir Kaline das Abschlusswort. Ja. Dann darf auch Kaline noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Ein Applaus für Kaline. Das war wirklich sehr bewegend. Vielen Dank, Kaline. Und das war unsere Präsentation.